neues Glück. Genau. Ja. Neue Folge, neues Glück. Naja, mal gucken. Das war gerade komplett verkackt. Was schreibe ich hier schon wieder für eine Scheiße? Genau. So. Letzte Folge für die Session. Und wir gehen in den Minenschacht. Mal gucken, ob wir da was Brauchbares finden. Es ist genau 9 Uhr. Nice. So. Hier müssen wir hoch. Also quasi einmal. So. Wo ging der Weg lang? Ach, da. Fackeln haben wir ein paar. Wir können es aber noch weitere machen, kein Problem. Der Mietschacht ist ja unbeleuchtet. Aha. Hier scheint es Spinnen-Spawn in der Nähe zu sein. Okay. Ah, wow. Lol. So kurz zurück habe ich auch noch nicht gesehen. Ey, ich würde mich lachen, wenn wir uns jetzt hier instant verrennen. Oh, eine Kiste. Oh ja. Kürbis, rote Beete, oh, ein paar Fackeln. Ah, es ist nicht so der Burner. Ich dachte, wir finden hier gleich mal ein paar schicke hier Sachen. Hier geht's hoch. Oh, und hier jetzt auch schon. Ich dachte, wir kommen jetzt hier direkt auf den Spin-Spawner. Wobei, ganz ehrlich, der würde uns ja primär auch nichts bringen. Außer Schmerz. Ich guck mal, ob ich mich bei der Stelle da, wo das Gleischaos ist, ob ich mich da hochbaggern kann. Oder hochbauen kann. Genau, von hier kamen wir. Oh, hier ist eine Brücke. Okay. Ja, das bringt natürlich voll viel. Ne, der Schotter drunter. Interessant. Ja, ist bloß Schotter. Okay. Wenn also als Untergrund Schotter ist, kommen auch so eine Dinger. Also, so, mehr ist hier wahrscheinlich nicht. Ne. Okay. Nein, ich werde die Gleise nicht abbauen. Wenn er wollt, könnt ihr das selber machen. Ist mir egal, aber ich werde die Gleise nicht abbauen. Ich brauche keine Gleise. Weil wir werden hier wohl kaum eine große Eisenbahn aufbauen. Das bezweifle ich dann doch ein bisschen. So, wo war nochmal der Aufstieg? Da müsste hier in der Nähe irgendwo gewesen sein. Genau, hier kam das Ding. Und jetzt muss ich nach links. Genau. Digga, Orientierung wie ein Genie. Du kommst mal weg. Ach komm, leck mich. Dankeschön. Hier was? Da geht's noch weiter. Vor allem hast du gar keine Monster hier. Also ich weiß, der Monster-Spawner ist relativ niedrig eingestellt. Auch nehmen konnte gar nicht. Na gut. Die Höhle war so jetzt gar nicht so nice.
Schade. Aber eben, die kommen gar keine Monster. Und ganz ehrlich, das hier brauchen wir auch nicht. So. Na gut, dann war das ein kurzer Ausflug. Sehr schön, nice, ein bisschen Abwechslung, keine Schaden. Und wir gehen wieder zurück. Zu unserer Mine. Die viel besser aussieht. Viel realistischer und vor allem viel geräumiger. Okay. Hätten wir das. Gut. Wir gehen einfach mal in die Richtung, weil hier ist Gold. Vielleicht kriegen wir wieder so eine Diamantenader. Das wäre natürlich voll geil. Weil Diamanten kannst du echt nicht genug haben, ne? Also genug schon, aber nicht zu viel. Wobei, wenn du genug haben kannst, kannst du auch zu viel haben. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal ausgeführt, ne? Weil sobald genug definiert ist, ist zu viel auch definiert, weil zu viel ist gleich größer als genug. Also sobald du mehr hast als genug, hast du zu viel. Ich hoffe, mit der Logik kann die da folgen. Der hat mich so schon angelächelt. Kommen wir aber irgendwie überhaupt nicht auf Lava, sondern gibt es überhaupt Lava oder wurde Lava abgeschafft? Ja, Lava hat unsere Nutzungsbedingungen nicht ganz unterschrieben, deswegen mussten wir es leider aus dem Häppchen entfernen. Na gut, in die Richtung war schon mal ein Reinfall. Dann geht man ja in die andere Richtung. Gucken, ob wir da ein bisschen mitbekommen. Wir können uns ja jetzt in verschiedene Richtungen ausbreiten. Das ist ja das Schöne daran. So, ein bisschen Fackel hier aufstellen. Wird mir zu dunkel. Schön nach oben bauen, wenn über einem Lava sein könnte. Genauso hat es euch davon nie beigebracht. Bin stolz auf euch. Vor allem kann echt überall Lava sein, weil in diesen Zwischenräumen, wie in diesen Dingern, versteckt sich auch gerne mal Lava. Von daher. Hä? Lol. Lol, okay. Wisst ihr was? Dann komm her. Bam, bam, bam. So. Ach so, klar, ja, wegen dem Minenschacht, wo wir das Holz abgebaut haben. Nein, meine Spitzhacke ist kaputt. Wie konnte das passieren? Hätte ich doch bloß eine Garantieverlängerung mitbestellt. So, Redstone. Aber schauen, vielleicht können wir irgendwann mal eine Redstone-Schaltung bauen, aber ehrlich gesagt wüsste ich noch gar nicht, was wir jetzt mit dem Redstone machen sollten. Weil ich bin nicht so der Typ, der gerne irgendwie sowas wie automatische Farm oder sowas baut. Von daher. Tja, irgendwie kriegen wir keine der Richtungen Lava. Das ist irgendwie ein bisschen deprimiert. So, du kommst ein bisschen mal hier hin, dann bist du von allen beiden Richtungen hier in der Mitte.
passt. Oh, Licht einsetzen hier, bam. Ups, das war wieder echt zu hoch. Na gut, ich meine, wir haben jetzt 10 Diamanten. Daraus können wir noch nicht allzu viel machen, weil ich würde gerne so viele Diamanten sammeln, dass wir daraus eine Rüstung bauen können. Wir brauchen also definitiv noch ein bisschen hier unten um Diamanten zu farmen. Von daher wird, ich weiß nicht, ob wir denn beim nächsten Mal, wenn wir wieder Minecraft spielen, hier auch noch weitermachen sollten, oder ob wir dann erstmal was anderes machen sollten, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ich meine, wir waren jetzt hier quasi 4 Folgen in der Mine. Ja. Das reicht dann auch erstmal. Ich meine, beim Mine-Test, bei dem Vanilla Let's Play, da machen wir jetzt gerade sowieso erstmal, da müssen wir dann Holz farmen. Weil wir da ja oben unsere Dinger da machen wollen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Holz brauchten wir da. Hatte ich ja so super schön ausgerechnet. Keine Ahnung. Kann ich ja noch mal ausrechnen? Okay. Ich glaube mal, das war's erstmal für hier unten. Dann gehen wir erstmal wieder hoch in unser eigenes bescheidenes Heim. Und wenn wir wieder ein bisschen was beim Feld tun. Hier unten bin ich soweit erstmal fertig. Beziehungsweise können wir noch mal ein bisschen Stein brennen, hier die Treppe fertig machen. Irgendwann mal. So, wir machen mal Highspeed. Home. Okay. Feldarbeit ist angesagt. So. Unsere ersten Bilder sind auch schon da. Sehr schön. Kartoffeln aber noch keine, ne? Ne. Bisher nur Karotten. So, das könnte sogar. Ne, reicht nicht. Schade eigentlich. 3 fehlen noch. So, das ist schon das erste, das nächste Weizen. Fertig. Gut, haben wir. Okay. Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen jetzt die ganzen Kladderadatschen mit. Was können wir noch alles einschmelzen? Ja, nee, nichts. Ja, okay, gut. Dann heizen wir zum ersten Mal hier unseren vollautomatischen Automaten ein. Das kommt da rein, das kommt da rein. Was können wir noch einschmelzen? Also ich sehe, wir können ein bisschen Cleanstone reinwerfen. Brauchen wir ja auch demnächst. So. Also nicht Cleanstone reinwerfen. Cleanstone wollen wir ja haben. Wir müssen Cobblestone reinwerfen. So macht das Ganze schon mehr Sinn. Okay, dann heizen wir den Ofen mal ein. Easy. So, der brodelt jetzt schön vor sich hin. Die sind komplett leer, genau. Ja. Wir sollten mal was essen. Unsere Selbstheilung funktioniert nicht mehr. Kommt noch da. So, dann haben wir ein bisschen Redstone. Ein bisschen viel mittlerweile sogar schon. Wir haben 14 Diamanten schon. Geil. Und wir haben eine Rüstung für ein Pferd. Das wäre natürlich auch mal was. Okay. Wir haben ein bisschen Leder, wir haben noch ein bisschen Leder.
Wir haben zwei Gleise? Wieso haben wir zwei Gleise? Ach komm, leck mich. Ich wollte doch keine Gleise abbauen. Also jetzt habe ich aber doch außerdem welche abgebaut oder so. Oder diesen Bezug gefahren. Ach klar, da als wir diesen Aufzug da gebaut haben, da sind ja dieses komische Gleiskonstrukt da. Ist der in dem Moment zusammengefallen. Und damit uns natürlich der gleich ins Inventar gefallen. Wegen weil Schwerkraft und so. Okay. Ja. Eisen kann da. Das sie kann. Ja, komm da rein. So. Also entweder ist es hier in der Hütte ganz schön dunkel oder aber hier draußen in der Realität ist es ganz schön hell. Keine Ahnung, ist hier kommt was. Hier oben hatte ich bereits alles aufgebaut. Sehr schön. Die Frage ist, wollen wir hier auch so eine Dwarfer hinsetzen? Wäre das sinnvoll? Ich weiß ja nicht. Also ich meine, ein paar vereinzelte könnten wir tatsächlich hinsetzen, ja, aber nicht so groß angelegt wie jetzt bei dem Vanilla-Server. Dafür ist unser Dachboden zu klein, definitiv. Das würde da nicht gut aussehen. Würde es nicht, nein. The question ist, was brauchen wir dafür nochmal? Ich habe keine Ahnung. Also ich meine, wir haben ja massig Holz. Also wir haben echt massig Holz. Na gut, okay, dann machen wir das so. Das tatsächlich. Aha. Okay. Ach nee, wir brauchen. Wir machen die einfachen, ne? Schangelgott. Ja, haben sie gar eine schöne Farbe. Doch, die Farbe gefällt mir tatsächlich. Gut, dann machen wir das genau so. Aber wie gesagt, wir nehmen die einfachen. Das passt dann. Bauen davon ein paar und dann sollte das so schon mal funktionieren. Wir brauchen das Ding hier. So, wir brauchen also relativ viel Holz jetzt. So. Wir brauchen einmal 64, dann brauchen wir nochmal 64 und wir brauchen nochmal 64. Das sollte dann jetzt reichen. Und das nicht in die Mitte. Das kommt da drüber. Und das kommt da drüber. Und das kommt da drüber. Perfekt. Okay. Aber 32 sollte erstmal reichen. Also viel Holz verschwenden wollen wir ja auch nicht gleich für etwas, das am Ende doch scheiße aussieht. Wir packen das erstmal hier so hin. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Glässerei lassen wir frei. Oder haben wir hier ein paar Kisten? Passt denn? So. Können wir hier Sachen einlagern. No problemo. Okay. Kann man da drin auch die stapeln? Wer. Nee, kann man natürlich nicht. Ach, ich hab mich da. Okay. Frage Nummer 1. Was können wir da drin alles. Ja, genau. Der ganze kleine Rad zum Beispiel mache ich jetzt alles da oben rein. Ach, komm, erstmal hier aufbauen. Das kommt nach da oben. So. Es wäre sinnvoller, nur die unteren 2 auszufüllen. Ja. So. Okay, also ganz links Cobblestone. Ganz klar, also das muss da rein. So, daneben kommt Gravel, dann kommt Dirt. Und. Ja, machen wir das erstmal rein, mal gucken. Hallo? Hä? Ist doch dort. Ach, grobe Erde. Ah, siehst du, haben wir gleich. Da, passt. Perfekt. So. Haben wir. Und in die andere Kiste kommt dann Andesite, Granit.
Clean Zone würde ich da jetzt nicht unbedingt drin haben, davon werden wir nicht so viel anhäufen. Aber das werden wir noch eine Menge anhäufen und dann brauchen wir. Ja, das war's eigentlich. Okay. Halt. Du bitte nicht. Du kommst noch da. Genauso wie du auch noch da kommst. Nein, du. Da. So. Okay. Lalalala. Ach komm jetzt. So. So. Da rein, da rein, da rein, da rein. Ja, ich weiß, ich könnte mir auch so einen Controller hier hinpacken, aber ganz ehrlich. Why? Ich glaube, solange wie es noch so übersichtlich ist, bin ich so schneller. Achso, nochmal, Kingstone. Ah, da war schon zu viel. So, dann haben wir es doch schon fast geschafft. Erde, grobe Erde. Nochmal Erde, nochmal Erde, nochmal Erde. Cobblestone, Cobblestone. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Und das war's. Okay. Und die letzte Fuhre. Also, denke ich mal. Ja, doch, die letzte Fuhre. Passt. Okay. Schon hat der Lager hier oben einen Sinn. Grafil kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein, da rein, da rein, da rein. Und die ersten Kisten sind schon relativ voll. 19%. Eieiei. Wenn ich mal bedenke, wie viel Gravel wir noch unten in der Mine drin haben, da wird noch einiges bei dann kommen. Wisst ihr was? Weil ich geil bin, schmeiße den ganzen Krempel mal komplett raus. Jetzt nochmal in die Mine und versuche mal so viel wie möglich einfach mitzunehmen. Damit wir da die Kisten mal ein bisschen leer machen. Ja, wir können alle. Hier wächst alles schön. Sehr schön. Mache ich die Kisten mal komplett leer und lagere das gleich bei unserer neuen Lagerstelle quasi ein. Vielleicht kann ich dann für die erste Kiste schon gleich ein Upgrade gebrauchen. Zum Beispiel für die Cobblestone-Kiste. Ich glaube, da werden wir definitiv gleich ein Upgrade brauchen. Ich meine, Diamanten haben wir ja. Kann ich gleich ein Diamant-Upgrade machen? Ist, glaube ich, das Achtfache, soweit ich weiß. Ja, Achtfache. Wobei ich jetzt nicht weiß, ne, ist ja immer Definitionsfrage, wer das wie definiert. Ob das jetzt quasi das alte Lagervolumen mal 8 ist oder aber das alte Lagervolumen plus das Lagervolumen mal 8. Ne? Ist ja immer so die Frage. Ja genau, die Kiste. Okay. Ab nach Hause. So. Oha, ja, wir brauchen definitiv ein Upgrade. Wir brauchen sowas von einem Upgrade, das ist ja mal... Ach du Kacke, Alter. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass da echt so viel zusammenkommt. Hätte ich echt nicht gedacht. Halleluja. Ist schon echt heftig. Ist schon echt heftig.
Ja, doch, das kann man so sagen. So, du kommst hier mit rein. Du auch. Ab wieder die Höhle. In die Höhle des Löwen. Ja, noch 5 Minuten. Dann nutzen wir quasi jetzt die letzte Zeit dafür, hier mal aufzuräumen. Haben wir gleich wieder ein neues Feature hier genutzt. Aber genau dafür habe ich das ja hinzugefügt zu den Servern. Damit man das auch produktiv nutzen kann. Ach, habe ich extra mit Seelenliebe. Hä? Nee, mit Seelenmühe? Mit was? Egal, hinzugefügt zu meinen Servern. Damit man gerade so ein schönes Lager da oben so schön gestalten kann. That makes sense. So, die ganze Kacke kann ich ja eigentlich tatsächlich abbauen. Aber nicht, ich habe keine Werkzeuge dabei. So, die Kiste bleibt hier. So, dann gehen wir mal ab nach unten. Und entleeren die Kiste auch. Und dann haben wir schon mal alles schön beisammen. Jetzt habe ich unten extra 2 Doppelkisten hingestellt, damit wir sowieso wieder alles hochrollen. Wow. Es ist so intelligent, ich könnte mich hier echt zum Nobelpreis anmelden. Ja, kriegst du hier. Okay. Ab nach Hause. So. Und wir brauchen definitiv ein Upgrade. Ich gucke also gleich mal, wie das geht, dem Upgrade. Wir brauchen ein Template. Ah. Okay. Interessante Sache. Was? Wir brauchen für ein so ein Ding 4 Diamanten. Oh Gott. Also das wäre wirklich ein bisschen teuer. Der bringt mal 3 und der bringt mal 2. Weißt du, der nutzt ja ein bisschen dafür das Gold. Alter. Gut, dann mache ich ein Gold-Upgrade und ein Eisen-Upgrade, weil man kann die Dinger ja auch kombinieren. Ist aber echt teuer. Also, mit Eisen und Gold geht's, ja, aber 4 Diamanten? Und dann gerade mal 8-facher Upgrade. Das ist echt ein bisschen teuer. Achso, siehst du halt, wir können ja, unser Ofen dürfte fertig sein mittlerweile. Ach nee, der backt doch schon vor sich hin. Sehr schön. Danke, danke. So, das heißt, wir brauchen erstmal Kisten. Danke. Lalala. Nein, das da wollte ich. Brauchen wir 4 Kisten? Oder? Nein, 2 Kisten brauchen wir. So. Ah, das waren genau die falschen. Die müssen weg. Du musst nach da. Mann, ey. Du bitte, danke. So, jetzt haben wir hier von 2. Jetzt brauchen wir Stöcker, und zwar nicht gerade wenig. So, da kommt die jetzt da rein. Ach, okay, wow. Na gut, haben wir gleich. Haben wir gleich ein bisschen mehr. So, und jetzt mussten wir das so. Und das denn da rein, oder wie jetzt? Ha, perfekt. Haben wir einmal Gold. Einmal Eisen und damit können wir jetzt mal ein bisschen rumtesten. Gucken, wie das Ganze funktioniert. So, wie viele passen denn original rein? 2304. Alter, auf was für Zahlen kommen die hier? Okay, heißt er so. Jetzt haben wir hier den Zweier Upgrade. Jetzt ist die Frage. Jetzt müssten wir eigentlich 33% haben oder 50%. Und wir haben. Okay, 50%. Aber wenn wir das noch dazu machen, dann haben wir jetzt 25%? Ah, okay. Ja, heißt also, es ist immer abzüglich 1. Das heißt also, hier bekommen wir praktisch das Zweifache. Heißt also, wir bekommen 1 dazu. Hier haben wir das Dreifache, also bekommen wir 2 dazu. Also bekommen wir insgesamt 1 plus 2 dazu. Heißt also, wir bekommen 3 dazu. Insgesamt ist es also das Vierfache. Und damit haben wir jetzt von dem alten 25%.
Digga, Mathematik. Mathematik? Okay, wir nehmen erstmal nur das Gold-Upgrade. Und den anderen Upgrade, den nutzen wir für. Wo haben wir noch eine ganze Menge? Jungs, so. Ja, komm, alle anderen sind relativ low level. Gut, dann machen wir doch beide hier hin. Ganz ehrlich, fuck off. Bumm. Haben wir jetzt hier das vierfache Fassungsvermögen. Wichtig ist, wenn die Kiste überladen ist, also jetzt so wie hier, also mehr drin ist, als was normalerweise geht, und man dann hier alles rausnimmt, dann ist das, was zu viel ist, verloren. Also die Dinger am besten nie rausnehmen, wenn man zu viel drin hat. Sonst ist alles weg. Das wäre schade. So. Perfekt. Tada! Bitte was? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Kannst du mir bitte wiederholen? So. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Ihr kommt nach da. Du auch. Du auch. Was ich so stark hätte, noch ein paar gehabt. Schon wieder. Vollidiot. Ronny, wie er lebt und lebt. Und das ganze andere kommt wieder zurück. In der Hand Inventar. So, gut, dann muss ich mal sagen, das war's mit der Folge. Wir haben sogar schon eine Minute Überlänge. Ja, und dann mal gucken, was wir nächste Folge machen. Weiß ich noch nicht. Entweder unter dem Tunnel weiter oder hier oben ein bisschen ausbauen. Keine Ahnung, werden wir sehen. Nächstes Mal kommt ja sowieso erstmal wieder hier mein Test dran und da müssen wir auch oben die Kisten ausbauen. Wird also ein bisschen spaßig werden, ne? In dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit Farbe.